begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FSV Frankfurt gegen den Karlsruher SC. Entstand 2:1, leider überschattet durch die schwere Verletzung von Shadli Amri. Ich begrüße auch unsere Gäste in der Mainova dabei sein Lounge und natürlich die beiden Trainer hier oben für den FSV Frankfurt, Benno Müllmann, und für den Karlsruher SC, Björn Andersen, den ich auch gleich bitte, seine Analyse des Spiels hier preiszugeben. Ja, wo ihr da gehört habt von Shadli Amri, ich wünsche von hier aus gute Besserung, alles Gute, und dass er wahrscheinlich nicht so schlimm ist. Und dass wir eine kurze Erholungszeit haben zu Benno. Erstmal noch einmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, wir haben heute eine die ganze Woche besprochene, sehr wichtige Spiel verloren gegen einen direkten Abschiedskonkurrent in unteren Drittel. Aber wenn wir so auftreten wie heute, dann bekommen wir wieder Probleme. Die Mannschaft hat heute sehr ängstlich aufgetreten. Die war erste Halbzeit nicht am Platz. Es war Spieler, die nicht ihre Normalform gespielt hat. Und dann geht es auch so aus, wie es erste Halbzeit ausgegangen ist. Wieder schläfig, besonders dann bei zwei Standardsituationen, wo wir wieder zwei Standardtore bekommen. Und das darf nicht passieren. Freistoß von der Seite, keiner vor dem Ball, keine Ordnung in der Mitte. Und Michalski dürfen ganz frei in unsere Sechsener bei einer Freistoß von der Seite reinköpfen. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, aber es zeigt heute, wie wir uns erste Halbzeit verhalten haben. Wir haben die ganze Woche darauf hingewiesen, was für ein schwieriges Spiel es ist, was für ein wichtiges Spiel es ist. Wir wollten hier die Frankfurter unter Druck setzen, wir wollten die Verunsicherung vielleicht, was die letzte Woche gehabt hat, ausnutzen. Was ist gekommen? Das Gegenteil. Und davon bin ich auch sehr enttäuscht. Ich habe in Halbzeit versucht, die Mannschaft aufzuwecken. Ich habe versucht, etwas zu ändern, dass wir etwas zweite Halbzeit eine kleine Chance hätten, vielleicht das hier aufzuholen. Zweite Halbzeit war ein Tick besser, aber es war im Endeffekt ein scheiß Fußballspiel von beiden Seiten. Ich fand das Fußballspiel einfach, Ball war mehr in Luft als auf dem Boden. Der Schiedsrichter hat das Spiel nach meiner Meinung vielleicht noch schlechter gemacht durch die viele Pfiffe und durch die Enttäuschung heute. Ja, sind wir alle hier bei KSC sehr unzufrieden. Ja, wir müssen diese Woche wieder auf den Boden zurückkehren. Wir müssen wieder versuchen, daran zu klöppeln, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Wir haben am Samstag zu Hause ein sehr schweres Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und wenn wir nicht das wieder hinkriegen, die grundlegenden Sachen im Fußball, Zweikämpfe gewinnen, Einstellung, dann können wir da auch nicht gewinnen, aber das ist meine erste Aufgabe diese Woche, dass wir wieder dahin bekommen, dass wir wieder so Sache geht und nicht so eine erste Halbzeit spielt wie heute. Danke. Vielen Dank, Herr Andersen, und Ihre Einschätzung des Spiels, Herr Müllmann, bitte. Ja, wir sind zum einen natürlich froh, dass wir heute hier zu Hause gewonnen haben. Für mich auch der erste Heimerfolg nach dem Unentschieden, was wir im ersten Spiel dann gegen Ingolstadt hier gezeigt haben, und das ist schön. Ich glaube auch, dass wir von Anfang an gut im Spiel waren. Wir haben wirklich defensiv kompakt gearbeitet, sind gut in die Zweikämpfe gekommen, haben unterm Strich in der ersten Halbzeit, glaube ich, keine einzige Torschance gegen uns hinnehmen müssen, haben selber einige Aktionen gehabt, auch nicht so viele, haben zwei Tore gemacht, und das ist letztlich die Basis, um dann auch ein Spiel gewinnen zu können. Aber ich denke schon, dass ich auch erwartet und gehofft habe, dass wir das etwas souveräner hinbekommen, als wir es dann in der zweiten Halbzeit wirklich auf den Platz gebracht haben. Wir haben nicht diese Sicherheit gehabt. Wir haben fast schon ängstlich gespielt über einen langen Zeitraum in der zweiten Halbzeit. Und später dann, als wir wieder Offensivaktionen hatten, auch nach dem 2:1, einige gute Angriffssituationen, einige gute Torschancen, haben wir sie nicht gemacht und das dritte vorentscheidende Tor nicht machen können. Das ist unterm Strich noch nicht das, was wir hinkriegen müssen, um letztlich dann auch unser Ziel zu erreichen. Aber wir sind auf dem Weg und wir können heute drei Punkte mitnehmen, und die werden uns mit Sicherheit helfen. Schönen Dank.